Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe eine sehr kurze Zündschnur-Moment. Guck noch ein Anime oder so, dass du wieder gut bist. Ich lese gerade noch einen Manga. Ist genauso gut. Du kannst auch meinen Stream gucken. Als ob dann mein Computer funktioniert. Jetzt ja, aber dann kannst du zugucken, wie wir spielen. Nebenbei. Ja, nee. Kekse oh, no. Streamt, warum sagst du nichts? Das geht ja alles nicht. Irgendwie ja, dann müssen wir in den Stream gucken. Ah, warte mal, kurz. Regt mich auf. Also viel Spaß euch, ich hau ab, gell? Muss ich den ja nebenbei laufen lassen. Tschüssi. Viel Spaß. Aber das ist doch beschiss. Das ist doch wenn du Keksis hast, dann guckst du einfach rein, ob sie wirklich Imposter ist. Nee, das macht man ja nicht. Aber gucken, ist die Imposter? Ach, dann fass ich die jetzt einfach mal. Oh, sie ist Imposter. Oh, sie ist Imposter. Poster. Wieder Crewmate. Galico. Das war Keks, glaube ich, ne? Sky. Annika. Kann nebenbei Dinger eingesammelt haben. Muss da nicht schon wieder auf Limeline gucken gehen? Mach noch schnell die Task. Und dann Lifeline. Anidus. Sieht nach Kitchen-Mord aus. Sehe ich ihn irgendwo? Kommt's nicht aus, okay. Aber dann spricht's halt nicht für Kitchen Kill. Ja. Hey, jetzt gucke ich den. Siehst du es ja wirklich, ne? Ah, okay. Okay, nein. Hätte da liegen können, im Boot. Ach ne, Dirren ist dann tot. Was ist das Kleine? Sie lässt die Leichen verschwinden. Richtig, richtig bad, Alter. Meine die sind schon eine Weile tot. So. Die waren aber nicht zu finden. Ich hab's auf Marshi war gesehen zu finden. Marshi war in diesem. Warte. Out Viewing Deck. Ja, genau. Viewing Deck, okay. Genau. Viewing Deck liegt. Also Viewing Deck. Viewing Deck. Da wo man die den Download macht. Also dazwischen. Zwischen den Lights und diesem Download. Ich stehe gerade am Download. Ja, genau, deshalb. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich einfach weiterlaufe, aber nee. Dann kann ich eigentlich Sky und Chris rausnehmen, weil die ganze Runde recht weit bei Showers in der Runde in der Richtung waren. Also ich habe, glaube ich, Stöpsel, habe ich dich gesehen oben? Wo oben? Vault. Vault, ja. Ja. Das sind wir dann wieder raus. Ich bin Richtung Engine und dann kommst. Dann habe ich da auch jemanden noch getroffen, mit dem ich dann kurz in Cockpit rein. Das war ich. Dann könnte ich glaub, theoretisch. Geist, du hattest gemacht, weil ich hab den nicht so rausnehmen. Naja, dann passt das. Sicher bin ich mir aber nicht. Nee, same. Deshalb ist Gibig. Es wird wahrscheinlich Keksi gewesen sein. Und Döpsel. Sky ist schöner Atem. Lassen einfach mal machen.
Kann jemand anderes sagen. Skylani, muten! Sie hat auch wirklich wahr, ne? Kleine Bazille da. Dass sie bestimmt sagt, jetzt muss ich Marschi töten. Marschi muss ich töten. Eigentlich müssten sie ja Annika umbringen, oder? Ich muss mal Lifeline gucken. Oh. Buggy, Buggy. Ne, noch Kinder tot. Ne, die Tasse. Nimm's in Kauf. Nein! Sky war scheinbar der Medic, wenn er gerade eben gestorben ist. Weil der Medic ist gerade eben gestorben. Annika hat gerade ihren Schild verloren. Ja. Stimmt, ja, ja. Achso, ich wollte. Ich hab's auf der Cam gesehen, nicht wundern. Ich hab dich drauf geachtet. Ich hab auf der Cam nur gerade gesehen, dass Annikas blauer Rand weg war. Ja. Und Durin kam auch von oben. Das heißt, ja, Annika und Durin sind für den Kill raus. Chris auch. Ja, Chris war also, da auch kein. Okay. Ja, theoretisch ist der Kill direkt neben mir passiert. Ich weiß aber nicht, wer. Also, Na, wenn die drei rausfallen? Ich hatte die Tür aufmachen wollen und sehe halt eben nur das Blut spritzen, mache halt eben wieder zu und sehe Skylani tot. Du machst die Türen zu? Habe ich gerade Tür zu machen gesagt? Du meinst auch, ja. Ja, dann wollte ich aber Sprecher. Ja, freiwillig die Wahrheit. Ich wollte, nee, ich habe die Map auf, suche gerade die Map. Oh Gott. Genau, in Records. In Records. Oh. Das ist dir leicht. Ja, da stand ja auch die ganze Runde AFK. Er stand die ganze Zeit während Reactor bei in Records AFK. Ja, war da irgendjemand anders noch? Nö, ich war in die Richtung. Da ist ein Vent, Leute. Also, wie gesagt, ich wollte die Tür aufmachen, hatte halt eben das Bild auf, aber ich hatte halt eben noch das Blutspritzen sehen. Hab sofort zugemacht, aber ich habe dann niemanden mehr gesehen. Ich habe aber, wie gesagt, auch keinen weiter auf irgendeiner Cam gesehen. Ich kann halt nur sagen, dass Annika und Durin rausfallen, weil die währenddessen oben im Meeting Room waren. Wenn du sagst, es war da auch, ja, dann bleiben nur Keks und Stöpsel. Ja, ich bin von Electrical Richtung Engine gelaufen und dann wieder zurück. Self-report! Ja, dann muss es für mich Stöpsel sein, theoretisch. Ja, aber Stöpsel habe ich unten gesehen bei Electrical. Wir müssen los. Der kam auch von links. Ich habe gesehen, aber ich weiß es nicht mehr, deswegen habe ich es nicht mehr. Ja, ich habe jetzt Stöpsel. Ja, also, weil ist ich ein langer Weg. Nicht schon wieder. Ja, das kann sie, da muss sie rausgeworfen werden. Können sie irgendwie alle safen? Ja, zumindest wissen wir, einer von den beiden ist. Ja, danke, richtig. Leute. Ich bin's nicht. Major. Aber wird er nicht angezeigt? Das habe ich im Stream gesehen. So. Den Mülle noch und dann. Mülle. Geh mal jetzt aufs andere Viewing Deck. Machen da die Tasks. Finden Sie das überhaupt nicht, Alter? Was ist da los? Na, hier. So. Ich kann die nicht mehr machen. Schön. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann er sie machen? Haben sie das gefixt? Wissen wir jetzt hin, dass das Crewmate das gefixt hat? Er kann es, haben sie richtig gefixt, gut, cool. Mann! Ich dachte mir gerade, okay, also um safe zu gehen,
wir können uns alle proven. Carol kann definitiv, war sie in den Camps, weil sonst hätte sie nicht gewusst, dass mein Dings rausgeht, abgegangen ist, mein Schild. Also es kann ja nur noch Stöpsel sein. Nein, ich habe gerade extra geguckt und ich glaube, Stöpsel hat gerade die Comms repariert. Das kann ja nur Crewmate. Also warum ist Dürren freigesprochen? Wen habe ich freigesprochen? Warum ist Dürren nicht verdächtig? Weil er mit uns oben war. Ich vorher. Okay. Oh. Er war mit uns oben. Wir drei waren oben. Carol hat es in den Camps gesehen. Aber wer sagt gerade, dass Stöpsel die Comms gefixt hat? Ich? Dürren. Der Bürgermeister. Ich hatte den Handschuh. Oh. Der Bürgermeister. Aber Hannes, der war's nicht. Aber haben Killerkeks und Stöpsel sich nicht gegenseitig rausgenommen, sozusagen? Also, ja, und? Wenn es der eine ist, ist es der andere? Also, wenn es nicht der eine ist. Ja, wenn es nicht der eine ist, ist der andere. Ja, aber dann können wir jetzt nicht beide rausschmeißen, dann. Natürlich. Wieso denn nicht? Aber die anderen können uns doch alle prüfen. Ach nee, wir machen es ja. Für einen Kill. Ja, doch! Ja, vor zumindest. Was soll denn das? Oh Mann, ey. Ich raff's nicht. Ach, macht was ihr wollt. Das war halt mein Gedanke. Also wenn jetzt kein Geist. Dani, du hast ja recht, aber wen willst du jetzt vorstellen? Weiß ich, hab recht. Stöpsel, der ist der Einzige, der es noch sein kann. Ja, oder Carol. Nein, Carol war definitiv. Ich konnte genau sagen, wer alles hochgegangen ist und da oben. Aber dann suchen wir doch noch zwei Impostoren, oder nicht? Nein, wieso? Sie können doch beide sein. Eben. Ja, aber Stöpsel hat doch gerade die Comms gemacht. Das kann doch kein Impostor. Oder war das wieder ein Geist? Oder du bist der Impostor? Nein, das wäre jetzt auch komisch, aber. Weißt du doch gar nicht, ob der das kann, oder hast du schon mit diesen. Es können nicht, das ist Fakt. Imposter können keine Comms fixen. Das ist ein alter Fakt. Ja, aber das ist ein alter Dings. Die Version ist doch von heute. Na, wir wissen ja, hast du das gut, ob wir das gefixt haben? Ach so, okay. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gott sei Dank. Interessant, wer geht denn jetzt auf mich? Ja. Irgendwie lost. Ich? Der Major? Ja, da. Hältst du fast den Bruder rumgerissen? Ja. Ist der jetzt weiß? Warum ist denn der weiß? Oh Gott, der stirbt doch. Der stirbt doch. Nee, hier ist doof. Habe ich eine schnelle Runde sein? Stöpsel. Keksi. Jo. So. Irren liegt bei der Burger Task. Ist wahrscheinlich direkt am Anfang gestorben, weil er ist wahrscheinlich Kitchen gespawnt und ja, ich wollte die Burger Task machen, wurde umgebracht. Ich hab's in Lifeline gesehen, Kitchen. Das war sehr frisch. Ich hab eigentlich direkt davor war ich am Admin-Table, da war eine Person in der Küche und dann kam gerade eine zweite dazu. Also die hätte dann, wenn er an der Burger-Task liegt, den eigentlich sehen müssen. Ja, Annika, also wer ist an das Kitchen gespawnt? Nope. Wieso fragst du das mich? Ja, weil wir waren doch beide Security. Da bin ich in der Cam gestanden, da ist jemand an mir vorbei und ich glaube, das warst du. Aber ich war doch nicht in der Küche. Bist du nicht durch die Küche weiter? Nein, ich bin in Electrical. Du bist gerade, ich bin aber durch Electrical. Ich mach diese behinderte Task mit diesem scheiß 1-3-5-6-7. Du bist von Security nach Electrical. Ich bin in Cargo Bay gestartet. Und bin dann... Ich bin doch in Cargo Bay gestartet, oder? Ja, bist du. Security in der Zwischenzeit. Mir durch so, Medical und dann bin ich da durchgelaufen. Genau, ja. Und dann bin ich da einfach durchgelaufen und jetzt bin ich in Electrical und mach diese... Du warst vorher bei Security, oder nicht? Weil ich bin nur durchgelaufen. Eben, ja, ich bin nämlich in, wo bin ich gestartet? Ich glaube, Records gestartet. Bin dann durch Cargo Bay, durch Electrical, da war keiner. Bin durch Security, da war auch keiner. Zur Kitchen und da lag die Leiche. Ja, Cargo Bay habe ich nicht weiter als Electrical gekommen von Cargo Bay.
Weil ich bin noch in Elektrikel und ich muss jetzt meinen vierten Ding suchen. Meinen vierten Schalter. Und Stöpsel war Security und meinte, hat dich gesehen, wie du Richtung Kitchen gelaufen bist, oder was? Hab ich das richtig verstanden? Nee, ich durchgelaufen bin, war keiner da. Ich habe nur gehört, dass jemand durchgelaufen ist, aber... Ja, das war Horstilus, hat er gerade gesagt. Der käme auch auf einer Karte, ich bin durchgelaufen. Yep. Nur damit er die Antwort... Aber wer ist denn alles Kitchen gespawnt? Sagt immer noch keiner. Ja, dann ich, der Imposter ich bin, ich und bin recht gespawnt. Gespawnt. Cargo. Ja, ich will wissen, wer in der Kitchen gespawnt ist, nicht wer rechts gespawnt ist. Entschuldigung! Ich bin in der Mitte gespawnt, Eidos. Danke. Ja, dann nur der Imposter und Dylan wahrscheinlich. Ja, dann war ich es. Sag's nochmal, ich sag Cargo Bay. Ich bin Kitchen. Gut, dann ich bin Kitchen. Ja, ja, ich bin Kitchen. Ja, ah ja, gut, dann bist du's. Ja, okay, danke. Ja, Marshi ist auch direkt weg von Koms gelaufen. Koms. Die Koms waren aus. Ja, aber kann ich ja als Imposter auch anmachen, also das ist keine Ausrede, Diggi. Diggi. Unser Sprachjargon ist wieder extravagant. Just for you, baby. so. Taka. So, fertig. Just for you. Er schützt mich. Nein. Stöpsel. Nein. Moin, bin Sheriff, hab Marshi getötet. Nicht. Oh, okay, dann war's doch Marshi. Ich hab das Licht angemacht, er stand neben mir. Schau, Diggi. Oh, geil. Oh, das hat Spaß gemacht. Also, ich das klingt ehrlich. Ich glaube, dann können wir skippen oder irgendwer Informationen. Ich möchte dann mal. Ich stand da in der Nähe. Ich möchte irgendwer dann. Irgendwer stand da gerade noch mit mir. Ja, das war ich. Ich möchte. Was möchtest du? Sorry. Ich sag gar nichts mehr. Doch, was möchtest du denn? Leckt mich. Chris, spawn mal im ganz rechten Raum, der dir angezeigt wird. Warum? Also nicht, mach einfach. Okay. Ich will jetzt noch wissen, was das ist. Ich möchte sagen, dass Gailani wahrscheinlich dann der Lover war. So. Ah, okay, gut. Ich vergesse nicht, ob das sein kann. Oder weil der andere Imposter hat ihn gekillt. Nein, geht nicht, weil der die Runde zu kurz war. Und nee, deshalb, wenn der. Deshalb nee, sagen, der Sheriff hat einen längeren Countdown. Meine Fresse, Jungs, haltet doch mal die Gusch. Was haben eure Eltern euch beigebracht? Keksi, rede. Wie hoch war dein Kill-Cooldown? 45 Sekunden. Ach ja. Ja, dann war's doch. Du bist schlau. Du bist schlau. Warte, der Sheriff geht nicht mit hoch? Ging die Runde so lang? Ach ja, ich hab einen ganzen Download. Deshalb wundere ich mich so. Der läuft doch schneller also runter. Also war das jetzt Lover. Schon über 40 Minuten? Ui. Achso, sorry, ich wollte es hier nicht hinauszögern. Nee, alles gut. Also haben wir das Lover-Pärchen raus. Geil. Geil. Armer Skull. Er konnte nichts Marshi beißt bestimmt gerade dein Mikro ab. Nee, ich find's witzig. Nom. Oh, hat der ein verdammtes Glück. Dass die. Ah, war das das Recht? Weit, am meisten Rechte? So, jetzt weißt du, dass er Medical ist. ja, da, gar nicht machbar für Stöpsel. Also. Eieieiei. Schießen einfach tot, dann ist die Runde vorbei. Komm, du willst es doch auch. Du willst es doch auch, Chris. Ach ja. Wo ist er hin? Da steht er. Komm, schieße einfach. Chris, überwinde dich einfach. Vertraut, ja. Es ist halt das Schlimme, wenn er dich jetzt noch vertraut, ne? Dann kommst du ja nicht rüber. Nicht. Tu es nicht.
Chris hat den Vertrag einfach. Er kann halt auch nichts machen, ne? So wird dann vielleicht ein bisschen los. Chris? Chris ist der größte Pfosten, den ich je erlebt habe. Oh. Wie kommst du da drauf? Ich bin Medic, ich shielde Chris am Anfang der Runde, deswegen habe ich gesagt, er soll im rechten Raum, in seinem dritten angezeigten Raum spawnen. Ja. Der Alarm geht an, ich will ihn fixen, aber habe mich verklickt und bin jetzt in die Leiter wieder hoch. Chris kommt runter und tötet sich an mir selber. Obwohl er wusste, dass ich Medic bin, weil ich ihn geschielt habe. Das Ding ist, Anilus, ich glaub dir das, weil es Chris ist. Ja. Ich habe ihn geschieldet und er bringt sich auch an mir um. Carol, oh, ich dachte, Carol ist Imposter. Ich dachte, Carol ist Imposter. Ich hätte schwören können, sie hat ja eine Task eben gefaked, ey. Carol war mit mir kurz an... Geil. Camps. Wir waren nämlich zusammen unter der Dusche. Also diese richtige Duschtask, wo man wirklich duscht. Und sie ist nach mir gekommen und vor mir gegangen. Deswegen dachte ich, sie hat die gefaked. Vielleicht wollte sie auch und nur gucken, ob ich sie fake. Ich war die ganze Zeit an Camps und habe nur Annika und... Anilus gesehen, also ich theoretisch. War Gapcom und Records und habe Anilus noch gesehen, wie er über das Ding rüber ist. Nur so zur Info, ich habe meine Electric Task fertig. Da habe ich jemanden gesehen. Ich weiß nicht, was im Chris Kopf vorging. Ich weiß nicht. Also wir können skippen, aber mein größter Sass ist bisher Stöpsel. Irgendwie ist es bei mir immer Stöpsel. Also ich hab von euch drei, habe ich eigentlich die Runde, also Annika hat ja gesagt, sie war da Electrical, habe ich sie nicht gesehen, aber das ist ja ein Labyrinth, das kann gut sein, dass ich sie da übersehen habe. Keksi habe ich ein paar Mal gesehen, wie sie die Gänge lang gelaufen sind, Stöpsel habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich habe Stöpsel auch nicht gesehen. Das ist eine Riesen-Map, ne? Du hast mich vorhin auch bei Gap Room nicht gesehen, oder wie? Das Ding ist, wenn Anilus Imposter ist, wäre es so ein heftiger Move, aber weil er Chris als sein Lämmchen genommen hat, ja, muss ich ihm das glauben. Ja, das weil er hat schon... gesagt, er soll das spawnen. Ja, ja, ich weiß, aber hätte es ja auch machen können, um ihn in die Ecke zu bringen. Aber, Also ich habe jetzt Ding ist, geskippt. Also ich würde es mir ja auch zutrauen, ne? Ja, ich auch, aber ich traue es Chris genauso zu. Ich traue das Chris genauso zu, dass er auch so einen lustigen Move macht. Wahrscheinlich hat er sich noch ein bisschen zu doll gefeiert, damit es der Marschi gekillt hat. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Das ist so Chris, ey. Love it. Ich würde jetzt gerne Stöpsel finden. Um ihn ein bisschen zu helfen, glaube ich. Ist, glaube ich, gar nicht so dumm. 2 Main Hall. Das ist Annika, okay. Kekse hier. Stöpsel was nicht. So. Oh, da kommt's aus. Annika läuft hin, Annika läuft weg. Komm beide, bitte. Das weißt du zumindest, wo Stöpsel ist. Keks die Eier. So. Wieso hast du den Button gedrückt? Ja, weil es nur noch Stöpsel sein kann. Wieso? Also von deiner Sicht aus natürlich ich und Stöpsel, weil du bist ja Medic. Und wie gesagt, Annika ist gerade tot, die hat gerade Comms gefixt. Ja, aber ihr weißt, dass Annika tot ist. Ja, aber ihr beides seid doch gerade weggelaufen von mir. Ja, du bist Annika weggelaufen und ich bin direkt nach Comms fixen, bin ich direkt zum Button hoch. Wer hat Comms gefixt? Stöpsel, hast du Comms gefixt?
Annika. Nee, Annika. Annika, ich kam als letztes sogar dazu, ja. Also, Annika hat gefixt. Ich bin dann direkt zum Button gegangen, weil ich wusste, jetzt passiert ein Kill. Also drücke ich den Button. Kick sie nicht glauben. Aber ich habe sie auch als letztes. Für mich Stöpsel, Wurst, ist Annika, welch wo, also ihr wart zu dritt. Wurst, sind Stöpsel und Annika weggelaufen oder wie? Ja. Nein. So. Sie ist mit, mit Annika zusammen weggelaufen. Nein. In welche Richtung? Richtung Engine. Und Richtung Engine? Ich habe gerade den Knopf getippt, das lang? Würde ich nicht. Wo bist du lang? Welchen Knopf? Meeting Room. Ach, Meeting Room. Das Gute ist, gut, das ist eine ich habe den Kill live on live, ich habe den Lifeline gesehen. Den Kill. Er ist. Ja. Ich war auch gerade auf, ich war auf Lifeline, habe gewartet, bis ein Kill fällt, bin sofort hoch. Ich war gerade auch bei Records. Ich wollte auch den Button noch gedrückt. Ja. Hä? Ist so. Bitte. 6 Sekunden, Annie 7. Annie, denk nach. Ich habe den Knopf gedrückt. Das würde ich nicht. Du hast den Knopf, das stimmt. Also du kannst jetzt doch einfach daneben die Leiche verschwinden lassen. Das geht natürlich auch. Ist es mir klar, wen ich auf jeden Fall rauswerfe, weil du. Aber Stöpsel. Ich habe Stöpsel auch schon vorhin gesagt. Du hast den Kill live mitbekommen, oder wie? Ich habe den Lifeline gesehen, ja. Ja, okay. Macht's gut. Ich werde dich nie wieder töten, Endulus. Ich werde dich nie wieder töten, wenn du jetzt Stöpsel nicht tötest. Ich bin mir sehr unsicher. Ich muss gamblen. Kann ich verstehen. Ich gamble. Oh, Endulus. Hoffentlich geht er auf. Ich liebe dich. Aber nur der ist 17, verdammt nochmal. Das ist der richtige Gamble. Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnitzeln. Bis dann.